Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft After Humans. Ihr seht, die Quarry ist bereits schön am Arbeiten, hat schon einiges wieder abgebaut, schon ziemlich tief. Gucken wir kurz, Kohle ist genug drin. Ich hatte da noch ein bisschen mal nachgelegt. Das passt soweit und wir gucken mal, was wir bis jetzt so... Oh, die erste Kiste schon fast gefüllt, ein bisschen Kohle, ein paar andere Sachen. Die Sachen habe ich hier noch nicht aussortiert, das wollte ich jetzt mal machen mit euch. Die Steine lasse ich erstmal hier drin. Marble brauchen wir, Oh, jetzt geht das alles, machen wir mal lieber von der Seite aus. Wir nehmen Shiny und Electrum Nugget, das ist ganz gut für später. Eisen ist gut, das Zeug nehmen wir, Gold nehmen wir mit. Anderes alles, das Seed Cobblestone lassen wir mal erstmal hier drin. Dann nehmen wir mit Redstone, Lapis Lazuli. Was haben wir noch? Silber, Cinnabar, Kupfer. Dann die Knochen, die können wir gleich zu Knochenmehl verarbeiten. Alles so weit weg. Alles? Ne, Marble, ne, Limestone. Hier ist noch Nickel. Ich glaube, sonst haben wir alles hier raus. Und dann können wir hier noch den Rest. Schnell diese Knochen hier. Dann sparen wir etwas, etwas Platz. So. Mal schnell das rausholen. Jetzt erstmal das Inventar voll. Heißt, ich muss hier mal ein bisschen was rüberpacken. Aber so viel haben wir jetzt auch nicht mehr hier drin. Das nehme ich mit. Marble ist immer gut. Kupfer. Oxid. So, der Rest ist halt alles... Nee, hier ist noch Eisen. Der Rest ist halt alles irgendwelches Gestein. Was ich jetzt erstmal hier in den Kisten zurücklasse. Die brauche ich nicht mehr. Also brauche ich schon, aber nicht mehr hier. Wird die einfach... Oh, die ist sogar leer. Das heißt, die können wir sogar mitnehmen. Und die lassen wir mal ansonsten hier. Und falls wir nochmal Steine brauchen hier ansonsten, das füllt sich weiter. Das Ding hat noch Kohle. Können wir dann sonst nochmal nachlegen. Dann lassen wir die Quarry mal weiter arbeiten. Ich war in der Zwischenzeit mal ein bisschen im Untergrund wieder, weil ich dachte, ich könnte mal ein bisschen ein paar Sachen auffrischen, wie Eisen und Gold, weil ich da ein bisschen was verbraucht habe. Zum Beispiel für die Capacitors, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Und muss ich bloß mal gucken, was können wir hier erstmal reinpacken. Das ist Knochenmehl. Das ist auch schon mal weg. So, dann ab nach unten. Und dann zeige ich euch noch kurz, was ich ein bisschen optimiert habe. Und was noch so die Pläne dann sind für diese und die kommenden Folgen. Pläne gibt es immer, das heißt, uns wird mit Sicherheit nicht so schnell langweilig werden. Alles drin, alles raus. So, schnell weg. Die Shiny Nuggets. Kommen wir hier rein und Elektrum Nuggets. Salz kommt nach oben. Das haben wir noch. Da haben wir noch keinen Platz. Bisschen umsortiert hier. Schnell mal hoch. Das Knochenmehl kann hier rüber weg. Und das Salz kommt in die Küche. Ich habe ja hier alles soweit drin. Hat sich noch nicht weiter was getan. Ich habe auch noch nichts reingepackt. Was habe ich jetzt noch gemacht? Offscreen. Wie gesagt, ich war unten, habe hier ein bisschen aufgefüllt. Also ein paar Sachen haben wir ein bisschen mehr drin. Ich habe unten noch, weil ich ein paar neue Gänge gefunden habe, habe ich noch zwei oder drei dieser Sensebell-Busche. Ne, zwei hatte ich nur gefunden. Die habe ich hier schon integriert, auch um Eisenbüsche noch. Das Ding läuft. Langsam, aber effizient. So,
Ja, also ich hatte hier lustigerweise, da sind hier tatsächlich ein Creeper und ein Skelett gespawnt. Also habe ich mir gedacht, okay, das ist doof. Habe ich hier bei dem Gang herum alle Slabs noch gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass hier noch welche spawnen. So, ansonsten hier seht ihr jetzt 9 Stück, denn eine Enderperle war hier fertig. Ja, von denen, die hier, glaube ich, hier stand, die anderen 71, 86, 71 und 71. Die brauchen noch ein bisschen. Die ernte ich dann jeweils ab und pack die Seeds dann hier hinein. So. Ansonsten, wie wachsen die? Natürlich und... Boah. Sonst noch irgendetwas, was ich offscreen gemacht habe? Ein paar Sachen verbraucht hier, paar nachgemacht. Eisen zum Beispiel und sowas. Ja. Die Upgrades habe ich euch gezeigt. Was habe ich, genau, ich wollte mit euch heute, es gibt ja so viele Pläne noch, aber ich wollte mit euch heute in den Untergrund gehen, denn ich habe im Untergrund, Moment, ich brauche nämlich dann noch Stiggies sicherheitshalber und Kohle, denn ich habe im Untergrund, direkt unter unserem Haus, habe ich, so, wir werden das hier mit Sicherheit noch Kohle finden. Ich habe unter unserem Haus habe ich eine Schlucht gefunden. Eine Schlucht aber, die überdacht ist, das heißt nicht von oben gesehen werden kann. Und da will ich mit euch hin, weil ich dachte mir, ist ja schön und gut, wenn ich es jetzt hier so sehe und entdecke, aber nö, dann lasse ich mir die lieber und wir haben wenigstens ein bisschen Spannung hier drin und machen mal was anderes als vielleicht bauen oder abbauen oder sonst irgendwas. Wir haben zwar noch genug zu tun, aber wir können ja auch mal zwischendurch so ein paar kleine Abenteuer machen. So, dann zeige ich euch mal, wie ich gegangen bin. Ich hoffe, ich finde das jetzt wieder, denn das ist immer gar nicht so einfach. Ich habe versucht, ein bisschen zu markieren. Hier in die Höhle ging es rein. Und hier habe ich schon markiert, hier ging es runter. Durch Zufall gefunden, weil hier so ein Enderman irgendwie zu hören war. Deswegen bin ich hier runter. Hier gab es einige Gänge, alles abgebaut. Jetzt muss ich bloß gucken, wo es denn hinabging. Und es gab nachher auch natürlich Verbindungen. Das nehme ich mal mit hier dazu. Es gab natürlich Verbindungen mit, zu unserer alten Höhlen. So. Jetzt gehe ich aber gleich mal zurück. Toll. Schöner Start verpennt. Hier muss ich mal markieren, dass ich hier hochkomme. So. Weil das habe ich letztes Mal nicht so einfach mehr gefunden. Ich sehe gerade, mein Hammer ist ein bisschen down, obwohl er ja eigentlich sich selbst reparieren sollte. Bin ich zu wenig am Tageslicht gewesen, dass ich das rentiert hätte. Das heißt, ich würde den gar schnell mal reparieren. Und ich wollte gerne die Spitzhacke ein bisschen mit Glück aufpimpen, wenn die überhaupt noch einen Slot hätte dafür. Das weiß ich gerade nicht. Sonst müssten wir uns vielleicht mal eine neue machen. Salz ist immer unwichtig. Ich wollte den Hammer reparieren. Damit wir da unten auch ein bisschen was abbauen können. MC Hammer. Huch. Ihr seht, ich habe den, der hatte schon einiges verloren. Das heißt, ich habe unten einiges abgebaut. Ich habe auch Diamanten gefunden. Und da ist mir nämlich aufgefallen. Ich nehme mal sicherheitshalber noch ein paar mit hier, falls wir unterwegs noch was brauchen. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass, wenn ich Diamanten finde, und ich habe sogar ein, das habe ich zum ersten Mal hier gefunden, ein Erz quasi mit, Emeralds gefunden, also einen einzigen zum Abbauen, habe ich den dann auch abgebaut, aber ich habe keine Spitzhacke mit Glück bis jetzt, ne, und jetzt muss ich mal gucken, ist hier noch überhaupt eine Möglichkeit, ne, wir haben hier gar nichts sonst weiter drin. So. Ich hatte vor, eigentlich mal eine Kobalt-Axt zu bauen, weil die am stärksten und am haltbarsten ist. Und die dann irgendwie noch abzugraden. Das könnten wir nochmal schnell machen. Denn Kobalt, übrigens, hatte ich 2 mit euch geholt und einmal war ich alleine im Nether ein bisschen noch gucken und da habe ich noch mehr gefunden. 4, also 2 weitere. Und die würde ich mal einschmelzen und gucken, ob ich mir damit eine Spitzhacke machen kann. Was brauchte ich denn für die Spitzhacke? Und die würde ich dann mit ganz viel Glück ausstatten. So.
Binder und das Ding. Tool Rod. Okay. Tool Rod. Binder. Ach, das ist genau das, was wir brauchen. Okay. Dann können wir das mal hier weglegen. Und wir wollen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist natürlich nicht das, was wir wollten. Ach, Blut hat er jetzt so rausge... It seems edible, but somehow it's just not appealing. Er hat ja das Blut rausgezogen. Gut, ich hatte gerade Angst, er gießt schon das Kobalt raus. Das sollte er natürlich noch nicht machen. Deswegen habe ich mal die Uhr... Wollte ich gerade abbauen, hätte ich mal mit... Ach, ärgerlich. Jetzt muss ich die Uhr nochmal neu bauen. Sie ist ja nicht so teuer, glücklicherweise. Ne? Im Moment brauche ich ja gerade nicht. Die heißt, ich muss die nochmal neu bauen. Ich hatte gerade Angst, dass der das Kobalt rauszieht. Ups. Und das will ich natürlich nicht, weil das so kostbar ist. So, und deswegen gucken wir jetzt mal hier. Das Kobalt nach unten und einmal bitte den Kopf gießen. So, das ist da drinnen. Dann brauchen wir den Binder. Klappt auch. Und wir brauchen mal. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Echt, ich habe nur 2 Ingots verbraucht damit. Das ist ja Wahnsinn. Okay, wir haben alles für eine Kobalt-Axt. Das finde ich ziemlich genial. Liegen dann mal die Form Barrenform wieder hier rauf. Das kann erstmal wieder weg. Okay, dann haben wir jetzt gleich mal die Möglichkeit für eine neue Axt. Warum ich eine neue Axt baue, ist, habe ich ja gerade eigentlich schon erklärt, denn ich möchte da Glück drauf haben. Und zwar, jetzt haben wir hier die Kobalt-Axt. Ja, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was die... muss ich mal schauen. Die hat eine Haltbarkeit von 1403 Modifiers remaining. So, ich hole mir jetzt erstmal Lapis Lazuli. Ich hoffe, ich habe ganz viel davon. Nee, so viel habe ich gar nicht. Das ist nicht gut. Denn man braucht Unmengen davon. Wahrscheinlich reicht es nicht mal aus. Das ärgert mich ein bisschen. Machen wir es mal so und so. Das ist wirklich wenig. Das heißt, wir müssen mal unten ein bisschen mehr suchen noch. So, mehr Blöcke kriege ich nicht raus. 14 Stück, das wird nicht so viel reichen, glaube ich. Mal gucken. Wir hauen jetzt hier mal Glück drauf. Luck. 450 bräuchten wir und ein einziger gibt 9. 450 sind möglich. Heißt, wir müssen noch mehr finden für Glück. Wir haben bis jetzt Glück 1 hier drauf, Luck. Aber wir wollen dadurch dreifaches Glück haben. So, 126. Das ist ja nicht mal ein Drittel davon. Das ist ja echt ärgerlich. Okay. Wie viele Modifiers haben wir immer noch? 2 remaining. Ich weiß nicht, ob ein Drittel voll ist, ob man dann wieder einen verliert. Ich würde für die Haltbarkeit gerne noch einen Diamanten raufpacken. Das ist Standard. Ist dann auch zwar ein Modifier weg, aber wir können noch einen Modifier dann ersetzen. So. Dann haben wir nämlich 1900 Haltbarkeit. Dann ist das auch nicht so teuer mit dem Reparieren. Okay. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück drauf. Wir brauchen aber ganz viel Lapis Lazuli. Erstmal haben wir aber Hunger. Und darum essen wir jetzt ein bisschen was. So. Lapis Lazuli müssen wir merken. Dann geht's jetzt weiter. Wir haben jetzt eine Glückshacke, die wir im Falle einsetzen, dass wir was Schönes finden, was mehr Ausbeute bringen soll. Das kann man übrigens auch bei Kohle und zum Beispiel einem Veneta-Quarz und sowas. Das lohnt sich wirklich, weil dadurch die Ausbeute wesentlich höher ist, die man aus einem dieser Blöcke rausbekommt. So, hier geht's rein. Und jetzt geht's aber wirklich in den Untergrund.
Auch bei diesen würde man es rauskommen. Mit einmal Glück, was wir jetzt bis jetzt drauf haben, kriegt man noch nicht so viel raus. Aber bei dreimal Glück ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass man was rausbekommt. Okay. Ab nach unten bis hoffentlich an die Schlucht, die ich dann finde. Ihr seht, hier war ich schon. Und ich muss gucken, dass ich es wiederfinde. Es ist hier relativ gut ausgeleuchtet. Ein Teil habe ich mitgenommen immer. Kann aber sein, dass ich es auch wieder nicht sehe. So. Wo ging es denn jetzt hier lang? Hier oben, ne? Geht immer tiefer hinab. Wir hier Lead. Nehmen wir gleich mal mit. So, hier kam ich auf eine Ecke, wo ich schon mal war. Das heißt, diese Schlucht, ich weiß nicht, ob wir die selber schon mal gesehen hatten oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht so weit weg, aber ich muss sie wiederfinden. Das ist das Problem. Minium lassen wir mal hier. Hier war natürlich nichts. Aha. Ja, das nenne ich mal Glück. Habe ich nur die Blätter gesehen und dadurch einen Eisenbusch gekriegt. Den brauche ich nämlich auch noch. Davon habe ich noch nicht so viele. So. Ja, jetzt müssen wir die Schlucht finden. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich mal die Karte aufmachen. Hier ist eine Riesenschlucht. Und dort... meine Höhle? Ne, die Schlucht ist hier, glaube ich, die ich finde. Gehen wir mal den Gang weiter. Ich weiß nämlich nicht genau, welche das jetzt ist. Gehen wir mal den Gang weiter, sagt er. Und baut erstmal ein bisschen Gold. Und... oh, Diamanten. Diamanten. Kobalt, Axt. Mal gucken, ob wir jetzt schon Glück haben. Nee, das war ein Emerald. Geil. Wieder mal Glück gehabt. Das finde ich gut. Habe ich jetzt die Stahlspitze dazu genommen? Egal. Ja, ich habe die Stahlspitze genommen, denn hier ist noch nichts abgebaut. Das ist natürlich toll, dass ich mein Glück gleich so verschwende. Naja, egal. Nächstes Mal. Aber schön, dass ich wieder was finde. Jetzt muss ich gucken. Hier seht ihr, habe ich... da geht's auf jeden Fall zur Schlucht. Da sind wir nämlich schon weit unten, aber ich würde gerne von oben mit euch mal reingucken. Dazu muss ich nach oben. Ein bisschen. Hier irgendwo dahinter muss es ja da lang gehen. Da ist nämlich die Schlucht. Frage ist, wo ist der Durchgang dazu? Das ist jetzt auch so wichtig. Ja, ist es. So, jetzt könnt ihr nichts dagegen tun, weil ich das einfach... möchte. Oben lang. So. Da kam ich hier runter. Das kann natürlich auch sein. Ach, das ist also verwinkelt hier immer. Ne, hier bin ich gekommen, ne? Genau das habe ich befürchtet, dass ich dann eine Weile brauche, um das wiederzufinden. Hier unten war es nicht. Liebe diese Schuhe übrigens, dass ich so geil springen kann. Warte. Ich muss da lang. Hier ist auch noch ein Busch. Aluminium. Na, hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber Brunnen ist gefunden. War hier unten was? Hier war ich schon, glaube ich, ne? Hier bin ich gekommen. Kann ich hier lang? Hier war ich gerade. Genau. Und hier komme ich auf jeden Fall auf die Wand zu. Vielleicht gehe ich dann einfach gleich da rein. Ich meine, ich hatte aber einen richtig schönen Ausblick noch gefunden. Nur müsste ich den halt wiederfinden. Und das ist das Problem gerade. Dann müssen wir das halt ohne Ausblick machen. Oder ich finde ihn noch. Was ich gerade ein bisschen bezweifle. Oh, ich höre schon Monster. Vielleicht kommen wir der Sache doch schon näher gerade. Oder ich verlaufe mich weiter. Mal gucken. So, ja, ich habe mich wieder verlaufen. Toll. Super.
Hier ging ich, bin ich mal runtergekommen. Ah ja. Interessant, interessant. Was ist denn in diese Richtung hier? Vielleicht sehen wir hier was. Hier kam Wasser runter. Geht's auch nach unten. Endlose Höhlensysteme, Wahnsinn. Hier geht's nicht weiter. Toll. Vielleicht sollte ich doch einfach durch diese Wand da durchgehen. Das ist vielleicht am einfachsten. Aber die muss ich jetzt erstmal wieder finden. Nein. So. Gucken wir mal. Eine Kohle. Da sind zwei, glaube ich, gerade rausgefallen. So. Das heißt, Glück funktioniert schon ein bisschen, aber auch nicht so viel. Das gilt aber nur bei Sachen, die wo was rausfallen. Bei normalen Erzblöcken kommen natürlich nur weitere einzelne Erzblöcke raus. So. Immer noch suche ich nach dieser Schlucht. Haben schon wieder 21 Minuten vorbei. Das ist natürlich nicht gut. Sind wir wieder an der Ecke. Und ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Und wenn ich dort an dieser Ecke bin, wo ich... War natürlich nicht hier. Oh. Die Schlucht will ich auf jeden Fall jetzt noch erreichen. Das muss jetzt auch sein. Das wäre sonst echt doof für euch. So. Und zwar hier hinten. Hier hinter ist die Schlucht. Ihr hört schon, da ist ordentlich was los. Das heißt, mit der Action geht's gleich los. Ich reiße diese Wand hier ein. So, und da ist die Schlucht. Und eigentlich hatte ich einen Ausblick von irgendwo weiter oben und da konnte man schön auf diese Büsche hier runter gucken. Naja, egal. Müssen wir jetzt halt. Hier sind natürlich massig an Monstern. Und wir müssen erstmal alles ausleuchten. Aber ich bin ganz erpicht darauf, warum sind hier unten Pflanzen, wo es so dunkel ist. Ich renne jetzt erstmal hier und setze Fackeln, um dem Ganzen ein bisschen Licht zu geben. Denn wir haben hier eine Menge Monster. Da unten sehe ich auch schon den Skorpion. Hier oben können wir auch langlatschen. Und wir haben eine ganze Menge abzubauen. Skorpione sind übrigens richtig nervig, weil die... Grass Garden hier unten, lustig. So. Nehmen wir die mal alle mit, weil die wachsen irgendwie gerade im Moment nicht bei uns. Lapis Lazuli. Die nehme ich mit der Glückshacke mal los. Denn dort kommen wesentlich mehr raus. Da lohnt sich das richtig, mit dieser Glückshacke mal zu bauen. Weil dort ganz viele Lapis Lazuli Stücke dann rauskommen. So, das heißt, wir bauen jetzt hier ein bisschen ab und kämpfen gleichzeitig und schauen uns mal diese Schlucht an. Da hinten ist ein Creeper. Das Gute ist, ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst wie am Anfang. Ihr seht, alles überdacht. Da oben, da wollte ich eigentlich hin und euch das zeigen, aber ich weiß nicht mehr, wie ich dorthin kam. Tut mir leid, müssten wir halt den anderen Weg gehen. Aber Hauptsache, ihr habt jetzt mal noch in dieser Folge, jetzt ist schon das erste Mal das Inventar voll, ihr habt jetzt in dieser Folge... schon mal diese Schlucht gesehen. 16 haben wir schon wieder. So. Okay, so jetzt können wir auch einpacken. Noch ist es ruhig hier. Das sah beim letzten Mal anders aus, kann ich euch sagen. Da haben die mich ganz schön angegriffen. Aber hey. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte oder so. Da ist er. Der Skorpion hat mich gleich mal vergiftet. Der Sack. Okay, wir fangen mal hinten an, um ein paar Sachen abzubauen, würde ich sagen. So, hier die normalen Sachen. Hammer könnten wir durchaus auch mal benutzen. Hierfür würde ich auch mal gucken. Da kann man nämlich auch mehrere rauskriegen. Habt ihr gesehen? Zwei Stück. So, auch wieder zwei Stück. Heißt, lohnt sich schon mal ein bisschen, dass wir das investiert haben. Auch beim Salz können wir mehr rauskriegen als nur eins. Und zwar... ziemlich gut. So. So. Ein bisschen Kohle brauchen wir auch immer. Gerade für den Generator. Ganz wichtig. Wobei wir natürlich bei Kohle dann auch mit dem Glück arbeiten könnten. Na, um das ein bisschen zu optimieren. Okay. Zinn. Mitnehmen.
So. Und das obere Gold. Gold habe ich nämlich gar nicht mehr so viel, habe ich gesehen. Und brauchen wir immer mal. Also baue ich das alles hier schön fein säuberlich ab. So. Die Zeit ist auch schon wieder rum. Oh. Hinterrücks wieder attackiert. Ein Glück verliere ich nicht mehr so viel. So, meine Stahlhacke ist nämlich schon bald nämlich kaputt. Und das ist die Frage, ob wir die nochmal reparieren sollten oder nicht. Wir gehen jetzt mal hier oben lang. Wir werden hier alles schön abgrasen, was wir finden können. Und jetzt kommt auch die passende Musik dazu. Okay. Ihr seht da hinten, warten sie schon auf uns. Aber ich sage erstmal, bis gleich, ihr Lieben. Ciao.